Gecke. Hey ho Leute und willkommen zurück zu Dark Souls 2. Hey. Okay. Nimmt auf. Ja. Sehr schön. Nimmt auf. Beides nimmt auf. Okay, Leute, so muss das passen. So soll es einfach passen. Ja, das passt. Hey. Hey ho Leute und willkommen zurück zu Dark Souls 2, Praise the Sun und so weiter. Ja, im letzten Part haben wir zwei Wächter umgebracht im Königsgrab oder irgend sowas. Und dort haben wir halt zwei Seelen bekommen und ja. Ansonsten können wir jetzt direkt nirgendwo weiter, zumindest weiß ich das nicht. Der Ring der Dornen und der Ring der alten Sonne haben uns da extrem weitergeholfen bei diesem Kampf. Denn diese beiden Gegner mussten gleichzeitig sterben, ansonsten haben sie sich wieder regeneriert. Und das war minimal uncool. So. Okay. Gut. Ja, was wollten wir denn jetzt in Angriff nehmen? Eigentlich haben wir dann, glaube ich, nur noch das neue Gebiet. Andreas Keep oder sowas. Da haben wir aber noch kein Leuchtfeuer gefunden. Allerdings wollte ich gerne noch probieren, diese Lady hier im Schloss zu töten. Die Königin, sage ich mal. Die uns ja dazu bringen will, wollte, den König zu töten. Nur weiß ich jetzt gerade nicht, welcher der schnellste Weg wäre. Ich denke, von hier aus einfach zurück müsste der schnellste Weg sein. Weil, die hat ja so gesagt, es kann nur einen Herrscher geben, aber dass der alte König als Hülle dort herumrennt, das ist so tragisch irgendwie. Ich traue dem Spiel nicht, vor allem, weil ich den ersten Teil ja kenne. Vielleicht gibt es da wirklich eine Möglichkeit, irgendwas mit dem noch zu machen. Und deswegen würde ich gerne die andere Lady töten. Ach Mann, und ich würde auch gerne das ganze Gold einpacken, wobei uns das ja nicht wirklich viel bringt. So, kommen wir da jetzt überhaupt wieder... Ah ja, gut. Ich dachte jetzt erst, wir kommen nicht mehr zurück, aber da war ja kein Sprung oder so nötig. Okay, da haben wir die Lady, ja. Drang Lake is no longer. Das hatten wir, glaube ich. Oh, was sagt die jetzt was Neues, wenn wir den Ring anziehen? Bin ich mal gespannt. Okay. Okay, dann welchen Ring haben wir jetzt ausgezogen? Den Chlorantiering, ja. Okay, dann müssen wir mal wieder unseren Bogen ausrüsten. Den Blitzbogen bitte. So, und dann gucken wir mal, was die gute Frau sagen wird. Wobei, soll ich zuerst auf den da schießen mal? Okay, das ist wirklich nur ein Fenster. Okay, dann schieße ich jetzt auf diese verräterische Gestalt. Komm her. Was? Echt jetzt? Hä?
Echt? Ach komm. Ach Mann. Versucht zweihändig und dann Hinterteil? Hm. Überwältigung, Truhe voraus. Ja, ich will die über den Haufen schießen. Mann. Kriegt die vielleicht doch Schaden und ich sehe es nur nicht? Nein, das ist nicht mal Blutspritzen oder irgendein Sound. Hm. Die darf man aber auch nicht anvisieren. Okay. Also wirklich töten ist scheinbar nicht drin. Aber es sieht so aus, als gäbe es noch einen Weg zu ihr. Und den würde ich doch gerne mal finden. Wir gucken mal gerade hier aus dem Fenster raus. Ob wir dort irgendwie hinkommen können. Waren wir hier hochgekommen? Ich weiß es jetzt gerade nicht, deswegen. Hm. Okay, da haben wir die Wachen, ja. Oh, oh, oh. Eieieiei. Moment, haben wir die Leiter hier schon mal gesehen? Ah ja, hier kamen wir, glaube ich, das erste Mal hoch, als wir dort irgendwie runtergesprungen sind. Ja, ihr verfluchtes Bild hängt auch dort unten. Da konnten wir aber auch nichts mitmachen. Na, hier ist auch... Obwohl, ist da vielleicht eine unsichtbare Wand? Nein. Hm. Also irgendwas muss man doch hier machen können, oder? Hör auf, mich anzuschießen oder so. Hm. Okay, vielleicht... Wieso komme ich nicht zu ihr? Oder vielleicht erst später? Naja, hat sie nochmal Glück gehabt, würde ich jetzt sagen. Na dann. Gehen wir halt in das neue Gebiet, wo uns diese geisterhaften Hunde, sage ich jetzt mal, ge-one-hitted haben. War natürlich auch sehr zuvorkommend. So, einmal hinplacken. Wo müssen wir denn eigentlich jetzt nochmal hin? Wo war denn das? Das war, glaube ich, im Schattenwald, ne? Sonst haben wir, glaube ich, nichts Neues. War da noch was? Nein. Hm, babam. So, ja. Gut, dann von der zerstörten Weggabelung aus, genau. Da werden wir wieder dann zu der Tür des Königs rennen. Oh, Schwarzstrahl, Katana. Huhu. Und dann, kommen da wieder diese hässlichen Hunde. Ich versuche die diesmal mit dem Bogen anzuschießen. Und wenn das nicht klappt, dann sage ich, dass die einfach unverwundbar sind. So. Und dass die uns one-hitten sollen. Das war nämlich irgendwie so gemein. Ist das hier eigentlich der richtige Weg? Oder ist das der zu dem Gebäude, das uns nach Drang Lake gebracht hat? Nein, nein, das müsste der richtige sein, ja. Gut. Ach, herrje. Kommen da direkt so leicht kleine, geisterhafte Köterchen und one-hitten uns dreckig aus dem Leben. Hm. Naja. So, jetzt müssen wir aber schon wieder den Königsring anziehen. Das ist ein bisschen derb nervig. Mach auf! So, wir hoffen einfach, dass wir nicht sterben. Ja, ich habe noch die normale Rolle drin. Gut. Dann gleich mal hier auf den... Ah nein, da kommen noch normale Mobs, glaube ich, oder? Aldias Festung, so hieß es. Okay, hieß es. So, da war aber, glaube ich, dann doch nichts hier direkt. Okay, dann gucke ich mal, ob ich diesmal irgendwas mit den Kötern da vorne machen soll. Also anvisieren darf ich jedenfalls keinen. So direkt. Okay, das hat aber auch nichts getroffen, glaube ich. Ah, okay, das hat getroffen. Gut. Oh, oh. Okay. Hilfe! Angst! Ich will nicht ge-one-hitted werden. Nein! Anvisieren! Ah, Mann! Okay, das Schlimme ist, die Viecher sind auch noch schnell. Oh, jetzt geht die Tür wieder zu. Okay, okay, Mistdinger. Haha! Moment, jetzt kommen die anderen auch wieder, ne? Ah, Tür, warum tust du mir das an? Kommt doch keiner? Hm. Okay. Wie gut, dass wir hier unseren Bogen haben. So, ist das jetzt der Tote da hinten? Nein. Der war noch fit. Oh, oh. Ja, komm her. Ah, und zack, 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 zack. Ja, Mann. Oh, da hat jemand einen schönen Streitkolben in der Hand. Komm, lass dich anvisieren, Köter.
Sir Orlan. Oh, das hat gesessen. Das war wohl ein Headshot. Oh, oh, Kamera. Okay. Noch ist alles gut. Ich weiß nicht, wie viele hier noch unterwegs sind. Ich glaube, nur noch der eine. So, und bam. Und bam, bam, bam. Okay. Das Shiny hatten wir schon. Na, das hat ja recht okay funktioniert. Es ist eine Mimik. Gut, dass ich... Wow, was? Was? Was war denn das für ein Angriff? Wow, neue Mimik-Attacks. Die läuft ja mal cool rum. Hey. Finstermaske, Abendrotstab. Mhm. Okay, dann danke für diese milden Gaben. Diese dreckigen Köder, ey. Und da ist ein Leuchtfeuer. Ach, wie toll. Da rasten wir jetzt nicht dran. Weil, ne, wir wollen ja nicht unbedingt die... Ist der wieder... Nein, ich dachte schon, die wären wieder gespawnt. Dürfte ja gar nicht passieren. Ich meine, wir haben sie gerade erst umgenutzt. So, haben wir hier noch was? Ja, meine Instinkte haben mich zu diesem Shiny geführt. Oh, weiterhin Pyromantenverstärkungszeug. Hm. Das muss ja auch irgendwo sein, ne? So. Oh, da ist auch ein Shiny. Wie komme ich denn da rein? Wie könnte ich dort nur hineinkommen? Oh, ich bin ja so ein intelligenter Bub. Okay. Na dann. Was ist dieses Aldia's Keep? Es müssen laut Trailer ja noch ein paar Gegnertypen kommen. Ein Shiny. Dämmerungskraut, wie nutzlos. Gott, die Spam hier haben auch echt alles mit den Nachrichten zu. Bösewicht, hier ist doch gar nichts. Da ist nichts. Lügner. Nicht aufgeben, okay. Was, Meister? Meister und Finstergeist. Oh Mann, ich hasse Finstergeister, wisst ihr das? Oh, das hätte ich jetzt sogar bemerkt, ohne diese Nachricht. Aslatiel aus Mira. Okay, hallo. Okay, dann komm mal her. Wir wissen schon, wie wir mit dir umgehen müssen, oder? Oder bist du auch so ein pornöser Finstergeist? Ja, natürlich bist du einer. So ein pornöser, der natürlich das Schild und so weghaut, ne? So, komm, dann natzen wir dich halt eben so um. Boah, die Finstergeister halten aber echt viel aus. Ah, Mann, ich dachte, er wollte mir die Stents weghauen. Naja, okay, dann hauen wir mit unserem tollen Hammer zu. So, und schmecke ihn. Oh, oh. Oh, oh. Schnell, schnell, schnell. So ist gut. Ja, was machst du? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Boah. Kacke. Aslatiel aus Mira. Naja, das war höchstwahrscheinlich ein NPC. So, aber der Karren hat doch so dreckig gewackelt. Im Wagen vor mir sitzt ein hübsches junges Mädchen? Hübsches Mädchen? Keine Ahnung. Jedenfalls, ihr wisst, worauf ich anspielen will, nehme ich mal an. Oh. Oh. Nun ja, gut, genug drauf angespielt. Können wir hier eine Fackel anzünden? Nein. Gucken wir mal, ob wir da reingucken können. Nö, na dann hauen wir drauf, würde ich... Was? Wie, wir dürfen nicht draufhauen? Hä? Hm. Okay, was sagen die Leute? Visionen von Frauen... Oh! In Bewegung bleiben. Visionen von Frauen. Das war gut. ja. Okay. Hm. Na dann. Machen wir mal die Tür auf, wobei mich der Karren dahin extrem irritiert. War da jetzt schon wieder eine Nebelwand? Oh mein Gott, ein Drachenskelett. Da ist schon wieder so ein wackelndes Ding. Ach du Kacke. Oh mein Gott, das wusste ich allerdings aufgrund eines scheiß Trailers. Warte, hast keinen Schaden bekommen? Okay. 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 Ist jetzt tot? Ne. Ah, jetzt ist er tot. Und hat den tollen Karren zerstört. Okay. Why not? Schwindende Seele. Wow. Hm. Wäre eine interessante Falle gewesen, wenn man auf den Karren achtet.
Allerdings hätten sie sowas dann nicht in Trailer oder irgendwelchen Deathspeaks zeigen dürfen. Okay, da haben wir eine geile Nebelwand. Und es glitzert so komisch da hinten. Hier. Aber da ist keine unsichtbare Wand oder so. Gucken wir nachher mal weiter oben. Aber erstmal schauen, ob hier auch eine Nebelwand wartet. Nein, nur dreckige Spammer. Was bist du? Okay. Zieh mal dran. Was haben wir getan? Was haben wir getan? Was schreibt ihr denn so? Rückzug. Rückzug? Moment, das sind keine Spielernachrichten. Okay. Das sind definitiv keine Spielernachrichten gewesen. Hä? War es doch keine Nebelwand oder was? Hallo? I hope you appreciate the ramifications. Well, no matter. What's done is done. Besides, I've found myself a new mark. Huh? I'll spend some time traveling the lands. Slowly tracking my new mark. I'll spend some time. Ich traue dem Typ ja jetzt überhaupt nicht, ne? Ich würde ja sagen, der will uns töten. Und ich würde ja sagen, ich sollte ihn töten, oder? Nee. Ich will den leben lassen. Ich will wissen, was passieren wird. Das ist jetzt interessant. Oder bringt er die Smaragdbotin um? Ich muss es wissen. Wir lassen diese Person leben. Auch wenn da Entwicklerwarnungen waren, die Rückzug geschrien haben. Wir gucken, was passieren wird. Heieiei, das wird mich wahrscheinlich noch in meinen Träumen verfolgen, diese Entscheidung. Okay, da war Spiegel und da glitzert's wieder. Oh, haben wir damit alle Nebelwände weggemacht, die hier so Dinge versperrt haben? Keine Mimik, wuh! Na dann, Sesam. Und? Verstärkte Zauberdingens, irgendwas. Das habe ich ein bisschen schnell weggedrückt. Aber, naja, es war nur eine Verzauberung. Damit können wir eh nichts anfangen. Hier glitzert es irgendwie so seltsam. Über uns. Naja. Was haben wir denn hier? Oh. Okay. Hallo, mein Freund. Wie geht es dir so in dem Spiegel da? Oh Mann, ich wollte doch Backstep machen. Moment. Ist doch ein Feind, ja. Ich dachte gerade schon. Ich dachte schon, mit dem könnten wir reden. Ist das eigentlich jetzt einer des Blauen Bundes hier oder so? Ey, hör auf, dich so mitzudrehen. Ich will dich backstabben. Du Sau! Hau zu mit dem Hammer hier. Bam, bam, bam. Okay, kommt der einfach so aus dem Spiegel raus. Der schöne Spiegel. Hallo? Nö. Okay. Da knurrt's hinten dran. Und da will wieder jemand rauskommen. Okay, und da haben wir ihn auch schon. Hallo, mein Freund. Backstab. Na, komm. Backstab. Mann! Ne, irgendwie will das nicht. Oh, oh. Ei, ei, ei. Oh, lass mich vorbei, bye, bye. Nein, 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 nein. Ach, du Saugesicht. Der hat ein geiles Schild, ne? Das hätte ich auch gern. Wow, da hätte ich fast mein Schild fallen lassen. So, jetzt, ach Mann, dann halt eben nicht, so, komm, oh, oh. Moment, kurz mal der Nase kratzen, so. Na, mein Freund, was ist? Ich will auch dein tolles Schild hier. Oh, muss er jetzt aber mal ganz ruhig. Ganz, ey, ganz ruhig jetzt, komm. So, oh, oh. Ja, 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 als ob du Reichweite hättest, hä? So. Ritualband des Nordens, 2 unversteinerte Drachenknochen. Okay, kommt da auch noch einer? Jupp. Jupp. Hallo. Alles klar? Bist du jetzt ein Magier? Nö. So, dann stell dich mal richtig hin. Ja, Mann. Oh mein Gott, kein Schaden, Mann.
Naja, wir haben ja wieder volle Ausdauer. Boah, die halten echt gut aus. Oh, oh. Schlechtes Timing. Schlechtes Timing. Aber, so, passt. Wir wissen, damit umzugehen. So, kommt da jetzt echt keiner mehr raus? Nö. Hm. War jetzt nicht gerade was Besonderes hier in der Ecke? Abgesehen von diesem Ring, aber, boah. Naja, schön, dass diese Mirror Knight Spiegel wieder aufgegriffen wurden, durch die dann diese Gegner halt eben jetzt hinaustreten sind. So, da haben wir keine Leiche mehr. Da kamen wir her, den Typ wollen wir leben lassen, auch wenn ich wette, dass es eine schlechte Idee ist. Ach, und den müssen wir entsteinern. Das Happy Hippo müssen wir entsteinern. Das ist aber uncool. Ich mag das Happy Hippo nicht. Nope, 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 nope. Scheiß Happy Hippo. Moment, ich kann es noch nicht angreifen. Aber jetzt. Ist klar. Ja, ja, ja. Ich hab dich auch lieb. Was ist ein Dickerchen? Warum willst du jetzt wieder da hoch? Ist das wieder deine Fallentaktik, hä? Eins, zwei, aua. Du Sau, du fette, du. Ja, du Mistvieh. Mann, hält das aus. Na, na. Au, au, oh, oh. Mann, ich mag dich echt nicht. Roll dich weg, Kumpel. Hau gleich nochmal zu, komm. Ja? Hä? Schmeckt's? Oh, das hat sogar getroffen. Schande. Ich hätte nicht gedacht, dass der uns auf die Entfernung trifft. Naja, das schreit aber schon nach einem Estus. Wobei er uns wahrscheinlich sowieso one-hittet, sofern er uns zu greifen bekommt. Ich folge dir doch nicht dahin. Nö. Hier, dann friss meinen Pfeil. So. Also bitte, ich... Nee, 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 da komme ich nicht hin, Dickerchen. Mm-mm. Entweder du kommst zu mir, oder ich werde dich hier jetzt mit Pfeilen malträtieren. Bam. Voll ins Auge. Oh, macht aber keinen Bonusschaden. Nö, der hat keine Lust irgendwie. Kommst du jetzt wieder? Jetzt kommt er, ne? Ja? Nö. Der steht da drauf. Für den ist das wie Akupunktur, glaube ich. Naja, why not? Der steht da drauf. Der mag das. Du böser, böser Happy Hippo. Böser, böser Happy Hippo. Das ist irgendwie ein bisschen paradox. Naja, okay, wenn er drauf steht, zack, noch einen zwischen die Möpse. Zwischen die Man-Boobs, auf den Man-Boob-Nippel. Und piu piu. Mitten in das Herz. Ah, wie ich die Hippos hier hasse. Ja, stell dich... Ach, zeig mir deine Schokoladenseite. Und der final Schuss. Tja, er wollte ja nicht in Nahkampf kommen. Er ist selbst schuld. Drachenakolytenmaske. Okay. Drachenakolytenmaske hört sich natürlich saugeil an. Hm, welche ist das? Von den Aldia-Akolyten getragene Maske. Einige der hellsten Köpfe trafen in Aldia zusammen, um verschiedene neue Rituale zu entwickeln, aber Gerüchte behaupten, sie wären nicht Herr ihres eigenen Willens gewesen. Der nebulöse Antlitz der Maske dient der Abwehr des Zorns des Ritualopfers. Aha. Zeig mal her. Okay. Oh, da haben wir die Finstermaske, die sieht natürlich auch ganz lustig aus. Aber wir bleiben erstmal bei unserer hier. Ja. Hört sich aber interessant an, das nebulöse Antlitz der Maske dient der Abwehr des Zorns des Ritualopfers. Hm. Ist vielleicht noch wichtiger? Wow. Wichtiger, als ich es mir jetzt vorstelle. Und ich habe gerade wow gesagt, weil da oben so viele Käfige hängen. Warum hat das jetzt gematscht? Kann ich da hoch? Bringt doch nichts, oder? Was sagt mein Freund hier dazu? Sieg? Ja, definitiv. Okay, na dann. Vielleicht kann man da noch hoch. Ja, da haben wir wieder einen größeren Fluchfrosch. Oh. Oh. Habe ich nicht erwartet. Ich dachte, er macht jetzt vielleicht eine Wolke oder so. Rotes Wasser. Ja, ja. Pustekuchen, würde ich sagen, du dreckige Echse. Meine Güte, es interessiert das Vieh überhaupt nicht, dass wir hier auf dem rumhacken. Okay. Was kommt jetzt? Na, solange er nicht pupst, ist das ja auch okay. Ne? Stört das Vieh wirklich nicht? Oh, oh, oh. Wir stehen gut, wir stehen aber gut. Oh, wie das hier rumgrölt. Na, komm.
Mann, du hast aber auch ein Leben. Glücklicherweise sind die Viecher überhaupt nicht so gefährlich wie in Dark Souls. Ein Gegenstand! Drachenweiser Kapuze. Okay. Naja, hier kommen wir definitiv nicht hoch, aber da können wir noch weiterlaufen. So, da haben wir nämlich noch eine Truhe. Das hier schreit zwar nach Invasion, aber passiert scheinbar nichts. Mimik! Nein! Wie ist denn der hier gestorben? Oh yeah. Asketenleuchtfeuer. 2 Stück sogar. Wow. Ja, warum nicht, ne? Machen das Spiel schwerer. Warum sollte ich die eigentlich benutzen? Puh. Aber egal. So, das haben wir kaputt gemacht. Auf der anderen Seite können wir bestimmt auch nochmal lang. Na los, sprinte, mein Freund. Oh, da geht's runter. Okay. Ich glaube echt, ich hätte den anderen Typ töten sollen. Nun ja, wir werden sehen. Hä? Das habe ich nicht gesehen. What the fuck? Wie konnte ich das übersehen? Hm, naja. Dann hätte ich ja... Ach, so hätte ich das Dickerchen umgehen können, oder? Ich glaube ja. Nein, hätte ich nicht. Doch, hätte ich. Hätte ich? Ich muss gucken. Moment. Ja, so hätte ich das Dickerchen umgehen können. Oh mein Gott. Klasse. Naja, immerhin hat er eine Maske gedroppt. Die vielleicht wichtig sein wird. Wir werden sehen. Hallo? Ich bin mir nicht sicher, ob ich daran ziehen möchte. Okay, Tür ist zu. Ich glaube, ich hätte die Maske anziehen sollen. Oh, da ist eine Tür aufgegangen. Okay. Ach du heilige Mutti, was ist denn mit dem da vorne? Oh, ein Wahrheitsverkünder-Versteck. Hau mal rein.